Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Super Mario RPG. Ja, nachdem wir beim letzten Mal noch ein paar Sachen gekauft haben, dann in diese komischen Labyrinth rein sind, wo wir zweimal gestorben sind, also Game Over gegangen sind, was ich auch mal gut hinkriege, sind wir in der Abfahrt gefahren. Und ja, ich glaube, hier komme ich wieder zurück dann, ne? Mit dieser Sprungfeder kannst du jederzeit erneut in deinen Flussfahrtglück versuchen. 30 Münzen kostet der Spaß. Der Münzenrekord liegt derzeit bei 35 Stück. Vergiss nicht, dass ich momentan auch einen Münzvorrat von 35 Stück für dich einbehalte. Also, eine weitere Fahrt gefällig? Danke, bin bedient. Alles klar, vielleicht ein anderes Mal. Ja. Und jetzt kommen wir wohl in dieses Froschgebiet. Vom Mello. Wo ich eher glaube, das sind alles Frösche und er ist einfach so Marshmallow-Wolkenvieh. Quappenquell. Moment. So, gut. Aha. Melodienbucht. Können wir nochmal gucken. Doink, doink, doink. Okay. Hier wahrscheinlich, ne? Jupp. Hallöchen, wie kann ich helfen? Mello, du bist. Alle wissen schon, was für tolle Taten du zusammen mit Mario verbracht hast. Sogar Bellum habt ihr besiegt. Echt? Das habt ihr schon gehört? Du musst wissen, Mario, die Strömung selbst trägt Neues aus der ganzen Welt hierher zum Quappenquell. Und genau darum weiß Opa alles. Und auch immer das Allerneueste. Man kann ihn immer fragen, was so anliegt. Wow, hey. Dann bist du wirklich Mario? Super Mario? Freunde, kommt mal schon, schaut, wer da ist. Er ist es ganz in echt. Schaut aber überhaupt nicht so aus, wie ich ihn mir immer so vorgestellt hatte. Es heißt ja, er könnte höher springen als jeder Frosch, ob das wohl stimmt? Gott, schau an, mein kleiner Hüpfer ist wieder da. Was hast du so zu berichten, Mello? Weisequark. Opa, hallo. Schon gehört? Ich habe Mario getroffen und Mario hat mir geholfen. Selbstverständlich, hörte ich das bereits. Und Mello, das Regenwetter vorhin, das warst doch gewiss du, oder? Autsch. Nicht wackeln. Halt mich ruhig und stabil, ja? Schwerelos und anmutig, wie besprochen. Sei willkommen. Du bist also Mario. Ich bin der große weise Quark. Und du bist hier, um einen Fundus meines Wissens Zeit zu haben. Habe ich nicht recht? Ich habe dich bereits erwartet. Ja, das Alter weiß oft Weisenrat, das ist wahr. Doch, wo sind nur meine Manieren? Lass uns nicht an der Türschwelle sprechen. Komm, sei unser Gast. Und ab. Rückwärtsgang, presto. Ein Quäppchen, seid nicht so müßig. Was? Seid nicht so müßig. Bildet eine Brücke für Mario, ja? Ja. Ich wollte noch mal drüben gucken, was da war. Wo ich später eh hin soll, wahrscheinlich. Hüpfe auf die Kaulquappen, um Musiknoten zu spielen. Und zeig, wie musikalisch du bist.
Okay. Gut, sag bloß, das hast du komponiert. Nein, das ist nicht die richtige Melodie. Aha. Ich speichere das mal. Da. Wappenquell. Keine Ahnung. Kriegen wir noch irgendwie hin. Wahrscheinlich finden wir das irgendwo. Hallo. Mein allergrößter Traum im Leben ist, ein weltberühmter Musikkomponist zu werden. Ich wäre eines Tages gerne so berühmt wie der große Todzart. Mein liebstes Musikstück. Na, ist doch selbstverständlich. Weise Quarks 18 Weisen in Dur. Wie geht? G-A-E-D-C-D-C-D. Todzart findet ihr auch sehr gut nett. Was? G-A-E... Och, kann ich mir nicht merken. Müsste ich mir aufschreiben. Ich glaube, das geht von oben. A, B, C, D, E, F, G. Egal. Machen wir später vielleicht mal. Boing, 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 boing. Hallo. Wundervoll. Willkommen in meiner guten Stube. Ich will euch helfen, so gut ich nur kann. Nun denn, Schmiedrich, der Schurke, der Bosas Festung erobert hat. Er ist ein mächtiger Feind, richtig? Und auch die Prinzessin will sicher so bald wie möglich befreit werden. Doch ach, wenn du nur die Wahrheit wüsstest. Peach weiß nicht mehr an ihn, weit nicht mehr an jedem Ort. Gemach, junger Freund. Lass mich erklären. Folgendes hat sich zugetragen. Du warst in Bosas Festung, um ihre Hoheit aus den Klauen des Schurken zu befreien. Und als du den Bösewicht besiegt hattest, schicktest du dich an, der Prinzessin Festung zu lösen. Doch es ertönte gewaltige Rumoren und ein kolossales Schwert spaltete den Himmel. Kawummich! Unverhofft und einfach so. Die Urgewalt seiner Landung wirbelte auch alle drei von dannen. Euch drei von dann. Und Bowser wie auch die Prinzessin sind nun irgendwo verschollen. Wo weiß keiner. Du sorgst dich sehr, ob der Prinzessin Schicksal, das ist völlig klar. Doch dein wahres Ziel sollte Schmiedrich selbst sein. Seine Schergen sind es, die wild und waffentrotzend im ganzen Königreich wüten. Klingklong, den ihr im Palast besiegt habt, war nur ein einziger seiner Lotterbande. Und er wird keinesfalls der Letzte sein, dem ihr entgegentreten müsst. Opa, was hätte ich's vergessen? Im Pilzpalast haben wir einen Stern gefunden. Weißt du vielleicht was über den? Ein Stern, sagst du? Sehr aufschlussreich. Es mag nach Aberglauben klingen, doch Sternschnuppen vermögen Wünsche zu erfüllen. Und ich bin fast überzeugt, dass sie euch eine Hilfe dabei sein werden, Schmiedrich das Handwerk zu legen. Oje, Mini. Waren das womöglich zu viele Erklärungen auf einmal? Wollt ihr es noch einmal in aller Kürze hören? Nein. Eine überaus brenzlige Lage. Ja. Moment. Wenn du dich brechen verschluckst, oje. Oje, klingt ja echt furchtbar und hoffnungslos. Dann war Klingklong also nur der Erste, den Mario besiegen musste. Und die anderen werden sicher noch gemeiner und gefährlicher sein als Bowser. Mello? Du klingst geradezu so, als würde dich Marios Reise gar nicht bekümmern. Doch du wirst Mario auf sein Abenteuer begleiten, mein Junge. Hast du verstanden? Bitte, aber Opa, ich bin doch nur ein kleiner Frosch.
Sowas ist doch viel zu schwierig für mich. Sowas ist doch viel zu schwierig für mich. Mein lieber, teurer Mello, lang musste ich dir die Wahrheit verschweigen, doch in Wirklichkeit bist du gar kein Frosch. Was? Dim dim. Gott. Sieht man doch. Es war an einem herrlichen Regentag. Ich saß genau an diesem schönen Ort und genoss ein Grillchen als Imbiss. Da trug die Ströme vom Wasserfall her einen Weidenkorb herbei. Ich schaute hinein und ein kleines Baby blickte mich an. Auf seinen Gürtelchen... Auf sein Gürtelchen stand ein Name geschrieben. Mello. Das wolkige kleine Geschöpfchen tat mir sofort leid. Ich nahm mich seiner an und zog es als mein Enkelkind auf. Das Kind war unbeschreiblich zauberbegabt und mir wurde klar, in den Kleinen steckte viel mehr, als man vermeinen mochte. Er zittert. Ich dachte mir, ganz klar, der Junge muss aus fremden Landen stammen, seit weit entfernt. Aber Opa, und ich dachte immer, ich wäre... Mello, jetzt wird nicht geweint. Begleite Mario auf seine Reise. Gemeinsam werdet ihr deine wahre Familie finden. Irgendwo auf dieser Welt warten deine Mutter und dein Vater auf dich. Psst, hey Mario. Mellos Zauberkräfte werden dir auf deinem Abenteuer gewiss außerordentlich helfen. Du nimmst den Kleinen doch mit, oder? Hör mal, Opa. Aber jetzt weine ich nie wieder, versprochen. Ich ziehe zusammen mit Mario los und finde meine wahre Familie. Wohlgesprochen, dann nicht länger gezaudert. Ihr müsst sofort aufbrechen. Begebt euch zunächst nach Rosenrode. Dort benötigt man eure beide Hilfe. Hui. Hui. Ohne Mello wird es hier sehr einsam sein. Vielleicht muntert mich ja ein kleiner Imbiss wieder auf. Leich und Teichgeblubber. Das hatte ich ja fast vergessen. Der Grillenkuchen, den ihr mir unter Einsatz eures Lebens gebracht habt. Sowas muss doch gleich belohnt werden. Ich weiß, mein kostbarer Stab, den ich schon liebte und hegte, als ich noch in Mellos zarten Alter war. Hier, der Fröschleinstab, der wird euch große Dienste leisten. Aber ausrüsten nicht vergessen, ja? Eure nächste Ziel ist Rosenrode. Schön aufpassen beim Wandern und nur nicht auf die eigenen Schwimmhäute stolpern, ja? Gelächter, Abendernte, Denken, Cremetörtchen, Dank, Zelo, Demut, das klingt wie Musik in meinen Ohren. Ah ja. Ausrüstung. Ach, Cooper-Panzer. Okay. Frischleinstab. Nice. Machen wir was Besseres jetzt. Okay, hier taucht nichts auf, ne? Okay, tschüss. Boink, boink. Dong, 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 dong. Ja. Wie soll ich mir das denn am besten merken? Kleiner Moment, Leute. Sorry. Ich mach mir einfach ein Bild davon. Kann man ja machen. So, dann versuchen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich will es mir nicht gerne mal hinkriegen. Machen wir. Das ist A, B, C, D, E, F, G. Nee. A, B, C, D, E, F, G. Ich drücke mal falsch. A, B, C, D, E, F, G. Machen wir dann mal A. A, B, C, D, E. Okay, ja.
A, B, C, D, E. Also D, C, D. A, B, C, D. A, B, C. Nee, fuck. Okay, ich hab's verkackt. Schon verkackt. Nein. Das war nicht die richtige Melodie. So. A, B, C, D, E, F, G. A. Ich hab's schon wieder vergessen. Okay. A, A, B. Das war E. A, B, C, D, E. A, B, C, D. Nee. A, B, C, D. A, B, C. A, B, C, D. A, B, C. Und dann nochmal D. A, B, C, D. Sag bloß, das ist so komponiert. Nein, das ist nicht die richtige. G, A, E, D, C, D. D, C, D. C, D. Die waren schon mal richtig. Scheint so der Fall zu sein. Oder ist G oben und A unten? Dann wäre das eigentlich G. Ach Mist. Dann wäre das aber G hier. A. A. G. A. B, C, D, E. A, B, C, D. C. D. A, B, C, D. Nö. Egal. Ich habe keine Ahnung. So, dann speichern wir nochmal, bevor wir losgehen. So. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Macht die jetzt eigentlich einer auf? Ja. Willkommen, willkommen. Das ist der Froschgroschenmarkt. Ui, bist du etwa zum ersten Mal hier? Macht nichts. Froschgroschen, das sind ganz besondere grüne Münzlein. Wenn du genug Groschen sammelst, erhältst du bei uns dafür exklusive Ware in echter Quappenquellqualität. Schlafbombe. Lässt sämtliche Gegner in Schlaf fallen. Härter Rang. Erhöht die Abwehrkraft. Erhöht die Angriffskraft. Erhöht die Abwehr der Gruppe. Angriff der Gruppe, okay. Und du? Grüß dich, grüß dich. Toll, dass du in unsere schönen Uferschränke einkehrst. Ich bin der Schenkenchef. Schenkenchefchen hier. Wusstest du eigentlich schon, dass der große Tozer Stammgast bei uns ist? Für Gäste ohne Mitgliedskarte hätten wir dieses dezente reduzierte Sortiment an Getränken anzubieten. Quapponade. Schnell 30 KP wieder her. Hol ich mir mal was.
Ist halt schon relativ teuer, ne? Anti-Wandel. Nee, ich behalte die Sachen für andere. Rosenfahrt. Warum ich das so ausgesprochen habe, fragt mich nicht. Ich springe auf diese gelbe Plattform, damit sie dich umherbefördern. Während sie blau sind, kannst du nicht von ihnen herunterspringen. Aha. Ach, verstehe. Aha. Wie komme ich denn? So komme ich darauf. Nice. Aha. Okay. Miss? Lass mich eigentlich... Wie Stern? Okay. Junge. Extrazug. Kampfanzeige. Schlüsselchenlied. Nice. Ich liebe das. Wenn sowas mit drin ist, ne? Bim, 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 bim. Super Mario World. Im Übrigen. Autsch. Oh, Junge, macht das Schaden. Penner. Junge, Junge, macht das Schaden. Oh. Ich schaffe halt nur nicht rechtzeitig zu blocken. Jetzt aber. Boink. Ich muss auch gleich mal endlich mal besiegt sein. Din din. Bum 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 bum. Mario Band. Aquaponade. Ach, das ist sogar Gruppen. Ich habe gar nicht gelesen, dass es Gruppenheilung ist. Nicer Scheiß. Extra Item für dich. Danke. Geblockt. Penner. Können wir gar nicht einsetzen. Aber Mario pennt, würde ich sagen. Yep. Ach, wir behalten das. Dann ein falsches Timing, ey. Kampfanzeige. Boink. Wie viel Leben hat der? Jetzt. Junge. Viel zu viel Leben, ey. Froschgroschen erhalten. Naja. Wo kommen wir denn hier hin? Wer läuft bei euch? Ah, verstehe. Düm, 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 düm. Dann wollen wir mal gucken, was wir kriegen. Abwehr. Das Schutzei. Brr, 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 abwehrt. Und weg. Schicksalsklang. Dagegen kannst du halt nichts machen, ne? Gegen Schicksalsklang. Tschüss. Weg ist er. So. Nö, 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 nö. Ach Mist. Toll. Ja. Löwenmaul. Der wird eh dagegen schwach sein. Perfekt.
Oder anfällig, eher gesagt. Aber das nicht, ne? Mist. Ich habe nicht richtig gedrückt eben. Und tschüss, Löwenmaul. Mist, das war zu früh. Gute Nacht, Mario. Das ist Schlaflied, ey. Das ist nur einer, der Regeneration kriegt dann. Autsch. Boink. Din. Bam, 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 bam. Gute Nacht, Mello. Ständig, ey. Wow. Er kann auch nichts anderes irgendwie, ne? Naja, zum Glück eigentlich. Und tschüss. Und eine Froschmünze. Ein Froschgroschen. Mario, Level up. Mario hat die Technik Supersprung erlernt. Drücke beim Landen A, um erneut auf denselben Gegner zu springen. Nice. Ich würde sagen, das hier, ne? Dass das ein bisschen mehr scheppert. Ich habe A gedrückt mit Springen. Ich wollte mit A springen. Na toll. Jetzt mal dich heilen. Wir haben dafür gar nichts mehr, um das zu heilen, aufzufüllen, ne? Aha. Was mache ich da gerade? Hat nur Blödsinn, ne? Arachne. Und weg. Auch gut. Ich dir. Ein Supersprung kostet vor allem 7, Junge. Ganz schön teuer, ne? Und wir haben halt gar nichts mehr. Den Ding. Naja. Voll merkwürdig, die Plattform. Ach, wer bist denn du? Autsch. Schlummerpollen. Natürlich. Und dann nochmal angreifen. Er ist abgehauen. Reinigungskraft. So, ist wieder wach. Klar, und jetzt auf Mario. Abgeblockt. So. Klar, I'm auf Mario. Und tschüss. Kampfanzeigen. So läuft das also. Also wenn du einmal zuschlägst und halt A drückst, dann musst du nochmal beim noch einmal Schlag zu drücken. Da
Dann kriegt er nochmal ein bisschen mehr. Also haut er nochmal ein bisschen mehr zu. Okay. Ich sollte eigentlich kämpfen, ne? Zum Leveln. Eigentlich. Ich will speichern. Geh weg. Klar, renne mich rein. Wow. Der Kampf war schnell. Aber dafür kriegt man keine Erfahrungspunkte. Okay, das ist voll. Okay, weg war. Okay, nice. Schicksalsklang, ey. Okay. Yep, man macht halt eindeutig mehr Schaden dann. Deswegen hieß es auch zu Anfang irgendwann mal, dass man ja mehrmals drücken sollte. Habe ich schon wieder vergessen gehabt, das war eben auch nur Zufall. Zufall. Okay, machen wir das nochmal auch. Na klar. Natürlich. Tot. Schon wieder Abwehr. Warum kriegen wir nur noch das jetzt? Dankeschön. Jetzt ist deine Abwehr erhöht worden. Klar. Daneben, na toll. Jetzt geht auch noch Schicksalsklang ab. Autsch. So. Bam, 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 bam. Na toll. Okay. Wow. Nice. Nice, nice. Kampfanzeige. Mann. Gute Nacht, Mario. Okay, beide weg. Und tschüss. Gut. Tschüss. Ich will halt erstmal nur speichern. Ich würde die gerne nochmal weitermachen dann. Das sieht mir so ein bisschen merkwürdig da oben aus. Pause. Schnabel halten, Ruhe in den bildigen Reihen. Budo, Boss meiner Blechkrieger. Kupakadabra, Meister meiner Magie-Kupas. Und zum guten Schluss, Gumpilda, Gebieterin der Gumba-Truppen. Reveal! Der Moment ist endlich gekommen. Wir holen uns meine Festung zurück. Kämpft und siegt, meine Schergen. Die Brücke ist zwar futsch, aber irgendwie schaffen wir es schon auf die andere Seite und nun mir nach. Alles klar.
Bowser will seine Festung zurückerobern. Los, Mario. Rosenrode liegt gleich vor uns. Okay. Rosenrode. Wo ist er? Rosenrot? Ständig regnet es Feuer aus dem Wald und wenn einen so einer trifft, ist man gelähmt und kann sich nicht mehr bewegen. So wie ich gerade, siehst du? Ich könnte glatt als Vogelscheuche arbeiten. Willkommen. Was haben wir hier? Ein Gasthaus haben. Das ist ein Laden. Und gehen wir so rein. Ah. Ja, warum nicht? Tschüss. Machen wir später mal. Ach so, hier ist was. Voll übersehen. Mario, Hilfe! Wahaha, Mario, du Doofmann. Die Prinzessin kriegst du nie. Hüpf, hüpf. Super, was? Super Plattmachsprung. Hahaha, hat gar nicht viel getan, dein Babyhüpfer. Und jetzt mitkommen, Prinzessin. Und keine Pieps, klar? Hilfe! Zu Hilf! Er rettet mich nur! Zu Hül... Au, Backe! Das ist ja Ma... Das ist ja Ma... Ma... Mama, komm schnell! Schau mal, wer hier ist! Bin ja schon da. Nanu, sag, das ist ja Mario. Voll in echt. Wow. Gleich mal prüfen. Also, die Kappe stimmt schon mal. Der Schnauzer ist auch dran. Wow. Bist du wirklich Mario? Nee, wer? Ha, wusste ich's doch. Aber nicht schlimm. Falscher Mario. Du darfst trotzdem mit mir Geno spielen. Aber Toabi, nicht so stürmisch. Mario hat ganz sicher eine beschwerliche Reise hinter sich. Och, Mama! Du spielst doch auch nie mit mir. Und immer nur allein spielen ist doof. Ach je, Mario, es ist mir ja furchtbar unangenehm, aber... Würdest du mit Toabi spielen? Juhu, Mario spielt mit. Okay, Mario, du bist Bowser, klar? Und ich bin Geno. Fertig. Aber ab da, wo ich aufgehört habe. Hilfe! Der böse Bowser will mich holen. Aber jetzt nimm dich in Acht. Jetzt kommt nämlich Geno und gibt dir eins auf deine dicke Nase. Jetzt du, Bowser. Aui, wie stark der ist. Fast hat er mich besiegt. Aber jetzt kommt die Rache. Der super... Mega, Giga, Ultra, voll, tolle, voll, total, starke Sternschnuppenschuss. Autsch. Oh je, daneben. Mario getroffen. Oh Gott. Du liebe Güte, Mario ist dir nicht wohl. Okay. Das ist so geil gemacht, ne? Ich liebe es. Wie lange habe ich jetzt gespielt? Das ist jetzt Folge... Warte mal. Weiß ich gar nicht. 5. Müsste das jetzt sein. Und das sind 2,5 Stunden. Gut, die Folge geht jetzt fast 40 Minuten, nice. Und ich laber hier einfach.
Geno zum Leben erwacht. Na klar. Pinocchio-Verschnitt. Die gute Fee, das war's doch eben, ganz ehrlich. Autsch. Hallo, bin wach. Gut, aber dann würde ich hier aber jetzt endlich mal sagen, werde ich erstmal die Aufnahme beenden und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Super Mario RPG. Und dann gucken wir, was wir machen müssen. Na gut, bis dann. Ciao, ciao.